Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Hearts of Iron 4. Wir sind das Nordische Reich und ja, haben ein bisschen Trouble in Kanada. Leider, leider, leider. Da kann man die berechtigte Frage stellen, Kanada überleben? Ja, wir werden sehen. Ich versuche jetzt hier auf jeden Fall... wir schaffen das nicht. Nein, wir schaffen das nicht. Schade. Es sah erst so gut aus und dann wurde es hässlich. Ich möchte gerne jetzt hier mich auf Eisenbahngeschütze langsam aber sicher spezialisieren. Oh, endlich ist hier halt der erste kleine Hafen da. Aber er ist halt nicht angeschlossen, ne? Wir bauen natürlich hier immer noch Eisenbahnschienen. Wir bauen hier gerade eine ganze Menge. Also wir versuchen jetzt hier gerade eben eigentlich so eine Art Infrastrukturpaket in Kanada zu integrieren. Aber das alles so untermäßig. Wo bist denn du jetzt hin? Oh mein Gott, es hat funktioniert! Wir kommen nach New York. Entgegen aller Erwartungen. Ich bin gerade eben sehr überrascht, dass das funktioniert. Und damit durchschneide ich ihnen jetzt hier auch ihre Eisenbahnlinie, wie man sieht. Ausgezeichnet, besser können es gar nicht laufen. Gucken wir uns mal hier die Nachschubsituation für die USA an. Ja, also es gibt halt hier noch diesen Kram hier, aber das hier ist auf jeden Fall schon mal der direkte Weg von der Hauptstadt eigentlich, den ich jetzt hier abschneide. Das heißt, ich könnte sie jetzt hier wirklich komplett abtrennen, vorausgesetzt, es passiert keine Katastrophe. Das heißt, dass ich mit euch schon mal hier reingehe, mit dir dahin gehe, und euch, wie gesagt, gleich hier rüber schicken werde, sobald das geht. Ran an den Speck. Jetzt könnt ihr es schon tun. Du hilfst hier noch mit. Einer geht da noch hin. Einer geht da noch hin. Und einer geht da noch hin. Die Hälfte von euch greift den hier noch mit an. Das Beste wäre halt, wenn ich jetzt hier noch Providence hier direkt noch nehmen kann, ne? Oh, Mama. Bin ein bisschen paranoide. Ich hole mir das da hinten nicht, dass da noch irgendwie einer erscheint. Okay, wir haben ihnen eine wichtige Position weggenommen. Da sind noch ein paar Militärfabriken drin gewesen, die sie jetzt definitiv nicht mehr haben. Ich baue noch mehr Anti-Air. Kann bei den Flugzeugen hier weitermachen mit der Luftdoktrin. Und bekomme noch mehr Häfen. Das bekommen sie jetzt auf jeden Fall zu spüren. Ich baue noch mehr U-Boote. Für meine Bathtub-Strategie. So. Und ich hole mir hier direkt noch hier die... Ach komm, Philadelphia können wir auch noch direkt nehmen. Der Wahnsinn, Freunde. Da kenne ich jetzt aber echt nichts. So, die Anlandung hat geklappt. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber es hat funktioniert. Wir holen uns schnell diese Gebiete und warten, bis unsere Truppen da sind. Das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass die USA massiv Truppen jetzt hier abkommandieren mussten. Und wir jetzt hier einen kleinen Push wagen können. Hier pushen wir auch. Hier pushen wir. Und hier. Ey, hört doch mal auf mit dieser Versager-Attitüde hier. Ihr kriegt die doch hier raus. Wir haben noch mal eine weitere Fabrik. Wir brauchen noch mehr LKWs. Bin ich mit mir selber jetzt hier zur Übereinkunft gekommen. Also wenn wir es halt einfach schaffen würden, jetzt hier bis da vorne vorzustoßen, eigentlich nur noch dieses eine Feld hier, dann haben sie keine Versorgung mehr an der gesamten Frontlinie hier. So, du kannst hier sogar noch bis dahin gehen. Hier ist halt gerade keiner, ne? Ich kann diese Länder nehmen. Du gehst noch bis dahin. Das
Westen, dieselben Länder hier. Okay, hier wurde ich aus irgendeinem magischen Grund zurückgeschlagen. Ich weiß nicht, was der Grund dafür war, aber das Gute ist, dass die USA zu spät reagieren. Das ist gerade eben mein Glück und sie lassen mich jetzt hier sogar gewähren. Halt, den muss ich blocken, dass ich da reinkomme. Weil das hier ist der Cut-Off. Jawoll. Das war der Cut-Off. Jetzt haben sie keine Chance mehr, hier Versorgung durchzubringen, wie ihr seht. Das wird für ihre Versorgungslage der Tod sein. Okay, meine ist aber auch nicht gerade super. Vor allem, weil sie sich da oben gerade eben bei mir echt nicht beliebter machen. Aber ich sehe gerade eben, ich habe wieder Versorgung. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe Versorgung. Und das werde ich jetzt hier eiskalt ausnutzen. Sind etwa die... Jawohl, hier haben wir die Eisenbahnlinie, glaube ich, geschaffen. Das hat geholfen. Das heißt, wir werden jetzt hier diesen Push machen. Hier helfe ich nochmal ein bisschen mit. Jetzt ist halt Prinzip Hoffnung gesagt. Nee, du musst hier mit rein. Ey, ohne Witz, jetzt stehen die hier schon wieder voll stark drin rum. Ätzend. Einfach nur ätzend. Wo sind denn die Typen jetzt hier? Ah, immer noch ein gutes Stück weg. Hier wäre jetzt auch ein Cut-Off übrigens möglich. Ich lass mal einen hier stehen. Pushe da rein. Du hilfst da noch mit, das erhöht die Chance. Das sind einfach schon wieder zu viele hier, ne? Nee, mach du das da. Ich will jetzt dir in Boston einschließen. Es klappt nicht. Oder? Nee, es klappt nicht. Ich muss noch warten. Sie sind leider nicht vollständig abgeschnitten. Australien übernimmt die Verantwortung für die Kolonieführung. Ja, dann viel Spaß euch dabei, kann ich dazu nur sagen. Situation bleibt blöd. Kannst du da noch mit reinpushen? Die schaffen es halt einfach nicht anzugreifen, ne? Die Versorgungslage ist nach wie vor zu schlecht. Und das liegt halt auch einfach mit daran, dass meine Alliierten halt einfach viel zu viele Truppen hier vorne hin pushen. Das geht halt so nicht. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Raum zu gewinnen hier. So, noch mehr Panzerwagen-Gedöns. Also ihr wisst ja, ich erforsche jetzt hier einfach gerade eben nur Sachen, damit ich sie erforscht habe, ne? Nach wie vor will ich ja eigentlich hier diesen kompletten Cut-Off schaffen. Wir sind ja auch schon extrem nahe vor Washington. Problem? Das nützt mir nichts. Das nützt mir leider gerade eben gar nichts. So, du greifst jetzt hier wieder an, lässt einen hier zurück. Wäre halt voll gut, wenn das jetzt hier klappen würde. Dann wären die hier abgeschnitten. Du musst den jetzt hier leider binden. Oh, das dauert noch. Aber das passt schon, wenn ich die jetzt hier auch noch zurückpushe.
Es gab wieder irgendwie so ein Word. Das ist wieder meistens so ein richtig beschissenes Zeichen für sie sind da. Okay, ihr seid jetzt hier. Oh, fuck my life. Also mein Plan ist es jetzt, dass ihr einfach jetzt das da macht, ne? Sie haben uns hier komplett eingesperrt. Das ist nicht gut. Ich möchte sogar sagen, das ist echt schlecht. Ich ziehe jetzt alle meine Truppen hier raus und sage, ihr müsst jetzt das hier angreifen. Es muss irgendwie gehen, die jetzt hier wieder rauszuboxen. Mann, jetzt hört doch auf, aufzugeben. Ich enforce jetzt den Angriff und in dem Moment bekomme ich einen Malus. Das ist manchmal einfach nicht fair. 70. Komm, 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 komm. Es wird grün. Gott sei Dank. Es wurde grün. Wo sind meine Panzer? Sie sind endlich hier. Komm, fahr mal hier hin. Dein Typ ist hier gefragt. Die Hälfte von euch greift jetzt hier an und du unterstützt hier noch mit einem. Hier sind immer, ist eine, über eine halbe Armeengruppe hier am Start, ne? Also, das jetzt hier auszulöschen, wäre zumindest ein angenehmer Fortschritt. Du machst hier auch nochmal ein bisschen mit Druck. Oh, Halleluja. Immerhin haben wir jetzt hier diese Verbindung wieder hergestellt. Gut, 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 gut. Und ihr macht, wie gesagt, jetzt das da. Schön mit Druck machen. Okay, wir haben auf jeden Fall unsere Agenten in die Marine eingeschleust. Und nun werden wir sie auch in die Luftwaffe infiltrieren. Eine Agentin ist noch... Ne, ich habe sogar mehrere übrig, die hier nichts mehr tun in den USA. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal so viele verloren habe, aber ich glaube, das könnte in verschiedenen Aktionen gelegen haben. So. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall hier durchtrennt. Wo sind meine Panzer? Sind immer noch auf dem Weg. Zu glauben. Ne, warte mal, du machst das hier nicht. Du gehst dahin. Warum greifst du jetzt hier wieder nicht? Achso, ja, weil der jetzt hier erst angegriffen hatte und danach wieder aufgegeben hatte und so weiter und so fort. Ihr greift hier noch mit an, um diese Bemühungen hier fruchten zu lassen. Du hier auch noch mit. Du hier auch noch mit. Du bindest die jetzt hier mal bitte. Damit ich hier ungestraft reinlaufen kann. Jawohl, wir haben es geschafft. Sie sind eingesperrt. Dann gebt ihnen jetzt Saures. Aber mal so richtig. Mit diesen Panzern möchte ich jetzt gucken, ob ich sie jetzt hier endgültig durchtrennen kann. Also dass da wirklich gar keine Verbindung mehr besteht. Aber vorher machen wir die jetzt hier einfach fertig. Oh ja, das möchte ich jetzt gerne tun. Ja, du kannst jetzt wieder aufhören. Hier sieht es momentan nicht so aus, als ob die Situation so leicht in den Griff zu bekommen sei. Aber wir sehen, dass sie sich auch hier wieder zurückgezogen haben. So. Wir forschen weiter am schweren Panzerchassis.
Nein, ihr sollt da angreifen, verdammt. Aber wir schaffen das so nicht. Nachschub. Es ist die Hölle, ne? Es ist einfach die Hölle, wenn man zu viele KI-Verbündete hat. Das kann dann nichts werden. So, ich muss jetzt hier demnächst die nächste an... Oh, das darf doch nicht wahr sein. Muss mir New York hier wiederholen. Darf doch echt nicht wahr sein, was ich hier sehe. Also wir müssen ihnen auf jeden Fall New York wegnehmen. Du greifst hier noch mit an. Du auch. Du greifst hier auch noch mit an. Der erste von mir ist jetzt schon drin. Also ich habe New York erfolgreich genommen. Jetzt geht es darum, die hier wieder aushungern zu lassen. Nein! Bleib da, um Gottes Willen! Okay, sie ziehen sich hier zurück. Du kannst jetzt dir danach noch killen. Ey, das Problem ist, ne, man sieht das halt auch nur so ein bisschen bedingt. Wir machen das folgendermaßen. Ihr verlasst nun diese Position. Eure neue Aufgabe ist es, fürs Erste, nur fürs Erste, diese Hafen hier zu sichern. Ja, das soll's sein, tatsächlich. Ich muss auf meine Hafen besser aufpassen, oder meine Häfen. Sonst wird das hier immer schlimmer. Nein! Ich will doch nur die da anwählen, verdammt. Ja, jetzt greifen die USA hier wieder an, aber das läuft nicht gut für sie. Okay, meine Panzer sind hier. Die ich jetzt gar nicht hier hingefahren hätte, damit sie nicht auch noch einen Angriff übers den Fluss machen müssen. Ihr könnt das hier verkürzen bis dahin. Also ich habe keinen Stress damit, wenn die USA jetzt hier so nach und nach ihre Truppen alle an mich verheizen. Ne? Damit kann ich komplett leben. Damit bin ich voll cool. So, wenn ich sie hier rausboxe, verlieren sie auch nochmal diese Rest, wie nennt sich das? Diese Restversorgung, die sie durch New York bekommen, weil die sorgt ja auch für ein bisschen Versorgung, die Stadt. Und je nach Skill des Kommandanten kann das sogar eine ganze Menge sein. Okay, ihr seid jetzt hier. Ne, wisst ihr was? Die Hälfte von euch schneidet die jetzt hier alle schon mal ab. Dann geht ihr da noch hin. Und wir realisieren, dass das hier alles eine mittelgeile Idee war. Schön hier weiter pushen. Pushen! Wo bekommt ihr denn Versorgung? Ach, die haben da auch einen Port, oder? Kann es sein, dass da ein Port ist? Ja, ich glaube, das kann sein, dass da ein Port ist.
Muss ich auch nochmal einen hinmachen. Einen Teil meiner Truppen da hinstellen. Hier ist keine Lufthoheit zu machen. Seehoheit haben wir auch nicht. Aber wir probieren es ja auch gerade eben nicht mal ernsthaft, ne? Wie sieht es jetzt hier schon wieder aus? Die sind immer noch auf dem Weg, ohne irgendetwas Sinnvolles zu tun. Kann ich jetzt hier endlich mal erfolgreich pushen? Es wäre sehr schön. Da hat es geklappt. Bin fasziniert, dass das hier schon wieder nicht hinhaut. Aber nicht positiv fasziniert. Ey, endlich sind meine Panzer hier. Jetzt erwarte ich hier aber auch mal ein bisschen was. Zeigt, was ihr könnt, ihr Geräte. Also das hier scheint auf jeden Fall zu klappen mit den Panzern. So, der Plan ist es jetzt, im Grunde Ottawa und Montreal zu nehmen. Ne? Dann habe ich immerhin Kanada schon mal raus. Zumindest hoffe ich das. Boah, wie viele da reinrennen, ey. Das ist echt die Härte. Aber ich mache das jetzt hier mit den Panzern. Kenne ich jetzt nix. So, zack und drin. Kommt wieder so ein Gegenangriff, für den ich mich nicht interessiere. Jetzt greifen wir hier wieder an. Und ich habe wieder eine Fabrik übrig. Es gibt, glaube ich, nichts, wo ich irgendwie hinten dran wäre oder sowas mit Materialien, ne? Nee, also ich habe von allem eigentlich zu viel, außer von Manpower. Ich entwickle mal hier diese Minen. Bin auch am Überlegen, ob ich hier tatsächlich... Ach komm, ich mache den Marinetypen da. Den könnte ich ja nicht mal reinnehmen. Ich bin am Überlegen, ob ich auf alle Erwachsenen gehen soll. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist nochmal ich kann keine Kriegspropaganda gerade machen. Weil die Welt... Was? Achso, ja. Nicht genügend Kriegsunterstützung. Ich dachte gerade eben schon, die weltweite Spannung wäre gesunken. Das wäre ja sehr lustig gewesen. Also ich versuche jetzt auch endlich mal hier mal ein bisschen was zu kesseln. Wie lange die brauchen, um da reinzulaufen. Viel zu große Länder, ich sag's euch. So, jetzt boxen wir diese Mexikaner da raus. Die haben keine Versorgung mehr. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Nein, die sollte angreifen. Hier. Stimmt nicht, sie haben noch Versorgung. Weil da ein Hafen drin ist, ne? Ne, das ist kein Hafen. Was ist das? Das ist eine Werft. Also ich weiß nicht, woher sie jetzt hier diese Versorgung zaubern. Das meine ich ernst mit dem Begriff zaubern, denn es fühlt sich so an. So, was machen meine Panzer hier? Sich freuen, dass sie das jetzt hier genommen haben. Ganz im Ernst, ich möchte versuchen, tatsächlich die jetzt hier zu kesseln. Irgendwie zu kesseln.
Und wenn es bloß so ein winziger kleiner Kessel ist. So ein Winzkessel. Es ist mir egal. Ich möchte ihn haben. Du greifst jetzt hier noch mit an. Du unterstützt dieses Vorhaben. Dann tun die hier immerhin schon mal nichts mehr. Dann sind die jetzt hier schon mal drin, ohne irgendeine Art von Versorgung. Oh, ich sehe, was das hier ist. Das ist ja quasi schon ein Kessel. Wir müssen ihn nur nutzen. Durch diesen See hier haben wir de facto schon einen Kessel geschaffen. Gut. Ja, ich mache mal so diese Raketenautos hier. Die wurden sich neulich bei mir im Stream gewünscht. Ich konnte sie noch nicht machen. Ey, ohne Witz, jetzt schafft's der Panzer nicht mehr, oder was? Zu viele Angriffe aus verschiedenen Richtungen, wie ich sehe. Also eigentlich sind wir schon drin, ne? Aber wir können es nicht nutzen. Wisst ihr was, was wir hier machen? Wir boxen jetzt die ja auch noch mit raus. Dass dieses Trauerspiel mal ein Ende hat hier. Boah, endlich! Das ist eine Unverschämtheit, wie die teilweise hier durchhalten. Und hier schön... ich kann hier immer noch nicht pushen. Es wäre manchmal so schön, aber ihr seht, es geht halt einfach mal original nicht. Hier ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Versorgungspunkt. Und an dem komme ich nicht vorbei. So, wo sind meine Panzerchen? Immer noch auf dem Rückweg hier, ne? So, die halten jetzt sich auf jeden Fall gut durch. Ich bin jetzt echt drauf und dran, das hier einfach zu verbreitern, ne? Dass jetzt hier nichts Schlimmes passiert. Sehr gut, sie haben es geschafft, hier das hier zu verbreitern. Wie lange brauchen denn diese Panzer hier für ihren Rückzug? So. Jetzt machen wir sie hier alle. So, meine Panzer können endlich sich wieder bewegen. Nein, ihr sollt da oben bleiben. Hat keiner gesagt, dass ihr damit gemeint seid. Hier haben wir immer noch nicht Erfolg gehabt. Aber wir steuern auf einen Erfolg zu. Ey, jetzt reicht's mich. Ey. Ohne Witz, der ist immer noch hier. Wisst ihr, er ist halt einfach immer noch hier. Und die werden hier gerade wieder rausgeboxt. Die brauchen halt einfach 100.000 Jahre, um da reinzulaufen. Da ist wieder eine Anlandung passiert. Macht sie tot. So, Panzer mit Druck aufbauen. Ey, lol, ey. Angeblich schaffen das die Panzer nicht. Ich schicke nochmal ein bisschen Infanterie noch mit dazu. Ihr wisst, die haben einfach mal keine Bewaffnung. Und trotzdem sagt mir das Spiel, dass die die Position halten können. Das finde ich heftig.
Gut, zugegebenermaßen, die USA haben halt auch Lufthoheit und so weiter und so fort, ne? Aber trotzdem. Wir sind kurz vor Ottawa. Es sind immer noch zwei Stück, ne? Und ich kriege sie nicht raus. Das ist echt die Härte, ey. Ich kriege zwei Gegner hier nicht raus. Was ist das für ein Gelände? Okay, es ist Gebirge. Da sind Panzer, sehr schlecht. Ich muss das jetzt hier irgendwie auch abschneiden. Jetzt ist es endlich nur noch einer. Jetzt versuche ich die da hier noch aufzuhalten. Nicht, dass sie da jetzt wieder reinrennen mit. Jawohl, die ersten Panzer sind drin. Die Frage ist, wie lange noch? Mir reicht es, dass hier diese Störangriffe fahren können. Hier ist auf jeden Fall... Oh, wir haben jetzt auch ein Eisenbahngeschütz, und zwar vom Deutschen Reich hier dabei. Ich habe echt Versorgungsprobleme, was Panzer angeht. Nee, du musst jetzt hier mit rein. Ich will jetzt den hier aufhalten. Eieieiei. Okay, immerhin haben wir es jetzt hier nochmal ein bisschen zurückgeboxt. Ist halt immer noch schwer zu sagen, ob das hier klappen kann. So, Gebirgsjäger. Ich verbessere sie jetzt halt einfach blindlings. Mir fehlt immer mehr Gummi. Zum Deutschen Reich bekomme ich keinen mehr. Ich denke, das heißt für mich, dass ich nochmal so ein Teil bauen muss. Ey, guck mal, wir sind hier schon wieder komplett durch mit allem. Ja, nochmal drei Gummifabrikate. Jetzt gucken wir uns mal die Situation nochmal hier von der Versorgung her an. Also die USA haben hier eine krasse Versorgung. Was ich auf jeden Fall tun muss, ist das jetzt hier miteinander verbinden. Das hier alles uppen. Auf 4 bringen. Ach komm, was soll's. Gehen wir auf 5. Warum ist hier die Versorgungslage immer noch so angespannt? Ich glaube, hier gibt es noch keine Verbindung, ne? Tatsache, ja. Hier gab es noch keine Verbindung. Das ist der Grund, warum wir hier auch nicht so gut vorankommen, wie ich mir das wünschen würde. So, euch packe ich jetzt daran. Das hier kann ich entfernen. Damit ich die da oben jetzt endlich mal binde. Hier sind wieder ein paar Amerikaner gelandet. Was machen die Panzer? Man weiß es nicht. Ich schicke sie jetzt mal dahin. Hier könnten sie nämlich vielleicht Montreal angreifen. Oder noch witziger, das da. Damit ich endlich mal irgendeinen von denen es hier mal stellen kann. Vor allem umstellen kann. Ich
Kann sogar sein, dass es jetzt vielleicht sogar schon vor den Panzern klappt. Nee, 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 du bleibst schon hier. Ihr wollt schon wieder hier rausrennen, das sehe ich doch sofort. So, der Angriff hat jetzt hier endlich mal geklappt. Nee, du bleibst hier noch drin stehen. Wie lange wird noch brauchen? Ihr seid fast schon drin. Ich kann nicht verhindern, dass da gleich noch mal einer reinrennt. Jetzt versuchen sie abzuhauen. Ich muss das verhindern. Eieieiei. Den ja auch nochmal festhalten. Die ist noch jede Sekunde drin. Und oh, endlich mal wieder ein Kesselchen. Schön Druck aufbauen. Das sind nochmal 6 Divisionen dann weniger. Und dann habe ich vorher nochmal so einen Kessel zu produzieren. Ey, ohne Witz, es ist echt so diese und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-Sache. So. Wir greifen das da dann an. Und sage einfach Go. Dauerhafter Angriff. Mehr U-Boote. Wird uns nicht schaden. Und da haben wir das Eisenbahngeschütz. Ausgezeichnet. Also ich möchte jetzt auch Eisenbahngeschütze erschaffen. Das wäre sehr, sehr cool. Damit plane ich eigentlich schon mal die nächsten. Wo war es denn das Eisenbahngeschütz? Genau hier, Eisenbahngeschütz. Hier mit dazu. Es wird eine Weile dauern, bis wir sie haben. Aber das stört mich kein bisschen. So, jetzt greifen. Ja, die Panzer schaffen das hier nicht. Zumindest nicht alleine. Das ist wieder witzig, ne? Hier hat nur einer gekämpft und die anderen nicht. Oh, der Fall von Gibraltar. Jetzt sind die Achsenmächte auch noch beigetreten. Okay, die Spanier, Entschuldigung. Franco hat sich für uns entschieden. Jetzt gucken wir mal, ob wir da durchkommen, ne? Es ist ja eigentlich echt unglaublich, wie wir hier nicht durchkommen. Die haben halt einfach hier, dadurch, dass hier Ottawa ist, die perfekte Versorgungslage. Das müssen wir halt beenden. Nur so ist das möglich. Was ist mit ihm? Ja, nichts Besonderes. Washington ist auch immer noch so nah und gefühlt doch so fern. Also ich glaube, ich kann diesen Angriff hier einfach abbrechen. Er bewirkt nichts. Ich denke, ich habe mehr davon, wenn ich versuche, irgendwie hier nochmal einen Push zu machen und das jetzt hier komplett zu durchtrennen. Lass uns das mal probieren. Natürlich marschieren da jetzt wieder einige rein. So dass es jetzt hier natürlich sofort wieder nicht funktioniert. Das ist mir egal. Ich kann ja an mehreren Orten gleichzeitig jetzt hier so einen Push machen. Und hier scheinen wir erfolgreich zu sein. Auch wenn sie es echt nervig schaffen, die ganze Zeit die Truppen nachzurücken.
Also die Panzer schicke ich mal da an. Ich versuche jetzt hier mal einen kombinierten Push auf diese Position. Jetzt haben wir diese hier genommen. Nachschub. Die haben hier keinen Nachschubknoten. Ich weiß nicht, woher sie diesen Nachschub beziehen hier. Mein Nachschub auf jeden Fall wird besser. Gut, er ist nicht gut, aber er wird besser. Oh, guck mal, hier sind wir bei 99%. Boah, wir haben es endlich geschafft, da oben diesen, Entschuldigung, Scheiß endlich wieder für uns zu erobern. Halleluja. Könnt alle jetzt hier wieder rangehen. Okay, ihr Panzer greift jetzt hier an und ihr helft da mit. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Momentan sieht es gut aus. Sie scheinen nicht irgendwie das verhindern zu wollen. Oh, ich bin bei 41 Minuten. Heilige Scheiße, ey. Da sieht man mal quasi, wie man sich hier reinnördert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Ja, noch schöne Rest-Weihnachtsfeiertage. Ich habe beim letzten Mal gar nicht gemerkt, dass das schon quasi das Datum für Heiligabend war. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.